Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Recycle, der Müllabfuhrsimulator. Ich bin gerade so ein ganz klein wenig verwirrt hier, dass alle Mülltonnen geleert sind. Hatten wir die echt alle durch? Und vom Volumen her haben wir hier 32%, aber wir dürften nur 24 haben. Aber ich kann hier diesen Dingens nicht einsetzen. Verwirrt mich gerade so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was George hier wieder gemacht hat. Vielleicht hat er hier irgendwas reingepackt, was man nicht stampfen kann. Kann natürlich sein. So, wir biegen mal ab. Also, wenn ich mich hier bald besser auskenne wie in meiner Heimatstadt, dann habe ich gemerkt, dass ich zu viel an diesem Spiel gehangen habe und es zu viel gespielt habe. Aber noch ist es nicht so ganz der Fall. Zup. Und Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. So, landschaftlich ist es ja ganz schön gelungen hier. Ich vermisse so das ein oder andere Feature, was im Trailer zu sehen war, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil im Trailer, da hat sich der Boden verändert, wenn man drüber gefahren ist. Oder zumindest im Müll hat man das gesehen. Auf der Müllkippe. Weiß nicht, hat man vielleicht aus performance-technischen Gründen rausgenommen. Kann schon sein, weil, ja, ist ja hier so ein bisschen, ich weiß nicht, so, ihr mag das ja. Ruckel, 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 Steck. Und jetzt lädt er hier die Mülldeponie, die ziemlich voll ist, aber die Müllberge sind nicht mehr da. Die haben sie abgeschafft. Die Musik, die hakelt auch ein bisschen. Keine Ahnung, wo die hier den Müll hinzaubern. Aber er ist nicht da. So, wir laden ab. Unverdichteterweise. Schieb. Kipp. Kipp. Ja, ist cool, was der alles hier hinkippt. So viel war das doch gar nicht. Das Auto war doch nur 25% gefüllt. Abenteuer. So, machen wir wieder zu und fahren zurück in unser Hauptquartier. Haben wir denn überhaupt... Moment, jetzt muss ich gerade mal was gucken. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Müllplatzlizenzen? Nee, Route. Heute ist Mittwoch. Grünlandplatz und schattiges Fleckchen. Sind wir beides, glaube ich, abgefahren. Eckweg und alte Mühle. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ja, der war nämlich nicht hier alte Mühle, ne? Da können wir den nämlich nochmal schnell losschicken, dass er das noch erledigt. Während wir dann zurückfahren auf den Hof. Es ist nämlich schon wieder 16 Uhr. Es ist unglaublich, wie die Zeit verfliegt hier in dem Spiel. Komm schon hoch. Raus da, Exit. Und dann zurück in die Firma, bevor es dunkel wird. Weil ich glaube, das Auto hier hat gar kein Licht. Das vermisse ich auch so ein bisschen. Müllautos kenne ich nur mit so Blinklichtern und Warnblinkern und allem drum und dran. Rundumleuchten, ne? Hat da irgendwie nicht, habe ich so einen Eindruck. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber gut. Ich kann damit leben. So, wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wir überholen in der... Oh, ja. Wir überholen innerorts und fahren gegen einen Baum. George, Finger vom Lenkrad weg, bitte. Der fährt wie eine Gesenkte. Heide daus. Kann ich eigentlich da rein oder ist das eine Einbahnstraße? Sieht aus, als könnte ich da reinfahren, oder? Ja, kann ich reinfahren. Sehr nice. Gucken, wo es uns hinführt. Ich glaube, da vorne sind die Tennisplätze. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich war auf der Mittenstraße. Da stehen unsere Müllcontainer. Sorry.
Oh Mann, jetzt verbock ich's aber gerade richtig. War nicht so gut, was ich gemacht habe gerade. Ich wollte ihn da so schön Vollgas um die Kurve rollen lassen. Er hatte die Kurve nicht gekriegt. Vermutlich aufgrund der Geschwindigkeit und meiner tollen Fahrkünste. George, toller Fahrkünste. Ich muss die Schuld immer auf andere schieben. Ich mache nie Fehler. Nie. Ich doch nicht. Ja, ist eine Eigenschaft, die haben sehr, sehr viele Leute. Immer sind andere schuld. Meine Frau hat mir gesagt, ich wäre auch so. Man soll es nicht glauben, ja. Aber sie hat das bei mir erkannt. Sie hat gesagt, ich würde immer anderen die Schuld geben. Muss ich dran arbeiten. Ist nämlich nicht meine Grundüberzeugung. Meine Grundüberzeugung ist, wenn einer was falsch macht, dann bin ich das. Und wenn es nur immer eine Denke ist. Na komm schon, fahr. Vor die Ampel umspringt. Wir sind drüber. Keine Geldstrafe. Schranke hoch, mitten auf der Straße fahren, alles cool. Ich glaube, wir fahren hier neben dran. Lenken. Rückwärts. Break. Lenken vorwärts. Halt einfach an. So, wir müssen warten, bis das andere Auto auch noch bei uns ist, weil wir haben ganz gut verdient und vielleicht können wir uns dann für den nächsten Tag ein neues Auto kaufen oder sogar den hier verkaufen, um dann ein neues Auto zu kaufen. Das wäre auch nicht verkehrt. Wo sind wir denn am nächsten Tag unterwegs? Route donnerstags fahren wir. Wie ist das alles, Gemeindepark? Nee, wollte schon sagen. Gemeindepark in Grillenhain. Puh. Der kostet 60.000. Das machen wir auch nicht, glaube ich. Wir kaufen uns noch einen dazu, oder? Oh, ich bin so hin und her. Gibt uns die Bank 10.000 Kredit für ein Jahr? Das passt doch, oder? Sehr schön. Dann können wir nämlich hier hingehen und können sagen, hier Fahrzeughalle, Fahrzeug kaufen. Müllauto für 3 Leute. Jetzt brauchen wir noch 3-mal Personal. Müssen die alle hier zuweisen? Hey! So, was können wir denn hier so kaufen? 10 Liter. Cool, wir verbrauchen kaum Treibstoff. So, jetzt haben wir ein schönes Müllauto mit 2 Fahrern. Das ist jetzt unser Müllauto. Drüben, das ist unser Müllauto. Und da kommt der andere zurück. Der verschwindet jetzt da vorne irgendwo und wird dann hier sozusagen auf dem Parkplatz gebeamt. Habt ihr gesehen? Schubs, war er weg. Jetzt taucht er gleich hier neben uns auf. Wenn der da ist, kann ich einen Tag weitermachen. Dann können wir ein Auto fahren mit 2 Leuten, die helfen. Ich könnte auch einfach mal hier auf die Grube gehen und könnte da drin rumfahren mit dem komischen Verdichtungsbagger. Mal gucken, wo da die Müllberge entstehen. Das finde ich ein bisschen schade, dass er irgendwie so nach dem Laden die Müllberge da verschwinden lässt. So eine Müllkippe ist eine Müllkippe, da sollte das speichern, wie das dort aussieht. Einer da ist dieses Warten. Wir haben übrigens den 26.12., deshalb sage ich zu euch einfach mal frohe Weihnachten. Ist ja der 2. Weihnachtsfeiertag. Der 26.12.
2012, man soll es nicht glauben. Das war vor 2 Jahren. Wir blicken sozusagen in die Vergangenheit. Ich habe mich selbst mit meiner Frau darüber unterhalten, dass wir bald 2015 haben. Dann haben wir festgestellt, scheiße, sind wir alt. Ist unglaublich. Als ich 18 war, gab's Handys. Nee, es gab Mobiltelefone. Handys hat man die noch nicht genannt. Die waren so groß wie eine Aktentasche. Das war so ein richtiger Koffer mit einem Hörer drauf. Schweineteuer, die Dinger. Flatrates waren übrigens unbekannt. Man hat alles noch per Einheit bezahlt. Telefoneinheit und Internetminute. Darin wurden die Preise gerechnet. Gott, waren das Zeiten, ey. Vor allem Internetminute. Let's Playen wäre damals gar nicht möglich gewesen. Mit einem 28.8er Modem hätte ich vermutlich so ein Part in mehreren Wochen hochgeladen und mich dabei dumm und dämlich bezahlt. Und da wird ja die Telekom gar wieder hingehen. Das waren die Zeiten, wo sie noch gut Geld verdient haben. Zumindest glaube ich das manchmal. Eieieiei. So, was haben wir denn hier drüben? Der kommt nämlich nicht bei, deshalb bin ich am überlegen, ob wir mal ins andere Auto springen sollen. So, da haben wir den. Seht ihr das? Ich bin jetzt gerade am gucken. Oh, das andere Auto ist zurück. Cool, dann können wir einen Tag weitermachen. Sehr schön, sehr nice. Okay, wo können wir heute hinfahren? Routenlizenzen. Sind die Dinger denn alle voll? Grünlandplatz ist schon wieder voll. Firmamentpark ist schon wieder voll. Schnellerstraße ist schon wieder voll. Thomas-Kreis-Route ist schon wieder voll. Seltsame Geschichte. Und wir fahren in den Gemeindepark und in den Grillenhain. Sind die überhaupt voll? Gemeindepark ist bei 72% und der Grillenhain ist bei 69%. Das ist ja ein Witz. Ne, dann fahren wir Grünlandplatz und Firmamentpark. Und schicken den anderen nach Schnellerstraße. Wo haben wir denn hier? Da waren wir doch erst mittwochs. Mann. So. Grünlandplatz, Schnellerstraße, Firmamentpark und schattiges Fleckchen. Das sind die Dinger, wo wir heute hinfahren. Die hier verlegen wir um einen Tag. Die lohnen sich noch nicht. Ich bin mal gespannt, wann wir das hinkriegen, dass das alles optimiert ist, dass wir hier wirklich gute Touren fahren. So. Ne, schattiges Fleckchen ist gar nicht. Alter, Grünlandplatz, Firmamentpark, Schnellerstraße, was waren's dritte? Thomas-Kreis-Route. Ich komme irgendwie durcheinander. So, wir fangen nochmal von oben an. Also, schattiges Fleckchen ist nicht voll. Und das war's. Also können wir Schnellerstraße doch wieder dazu machen. Sehe ich das richtig? Schnellerstraße ist voll. Jawohl, ja. So, also Route. Fangen wir mal oben an. Wir fahren am besten Grünlandplatz und Schnellerstraße. Ich weiß überhaupt nicht, wo das ist. Alter Schwede. Ja. Dann schicken wir den mal los hier. Wo ist der heute unterwegs? Ich komme irgendwie gerade durcheinander. Es ist Donnerstag. Dann sollte er nach Altdorf und nach Neudorf fahren. Keine Ahnung, wo das ist, aber der fährt da mal hin.
Also, der soll nach Altdorf. So, der hier soll nach. Fahren wir denn heute überhaupt hin? Grünlandplatz, Firmamentpark soll der fahren, oder? Oder Thomas-Kreis-Route? Thomas-Kreis-Route hört sich gut an. Fahrzeughalle, der hier, Thomas-Kreis-Route. Wie, dort gibt's keinen Müll. Ist doch voll. Irgendwas stimmt hier nicht. Fahr ich dahin? Schattiges Fleckchen, ist das heute dran? Oh Mann, ey, ich komme total durcheinander. Nee, Grünlandplatz ist heute dran. Gibt's auch keinen Müll. Wollen die mich gerade verarschen? Wollen die mich schicken? Ja. Keine Abholung geplant. Da gibt's keinen Müll. Ich mache das jetzt so lang, bis ich einen finde, wo eine Route ist und wo es Müll gibt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wollen die mich in den Wahnsinn treiben? Mäuse, wisst ihr, wie wir das jetzt machen? Ist das jetzt zu blöd? Wir machen jetzt jeden Tag Abholung. Spielt doch keine Rolle, oder? Und wir holen immer nur die Straßen, die voll sind. So einfach ist es. Gucken, ob das System funktioniert. Ein schlechter Witz, sowas hier. So. Routen jeden Tag alles. So, jetzt gucken wir hier rein und dann sagen wir, okay, Grünlandplatz ist voll. Dann gehen wir in die Fahrzeughalle und sagen hier, zack, zack. Grünlandplatz. Die wollen mich im Wahnsinn treiben, oder? Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wir fahren einfach mal. Und es fängt an zu regnen. Ich fahre wieder Schlangenlinien. Ich hasse es, wenn mein Beifahrer gesoffen hat. Come on. Spring um, wird grün. Heute kostet das Spiel Nerven. Ich will euch doch dieses Auto zeigen. Ja, super. Hast du toll gemacht. 800 Ocken. Mehr nicht. Muss mal einen Kamerawinkel ändern, dass ich die Ampel sehe, ob da grün ist oder rot ist. Das ist ja hinterhältig, die Ampel da so zu platzieren.
fahre, ich gebe Gas. Was ist denn mit der Karre los hier? So, da geht's hoch. Fahrt. So, da haben wir eine Tonne. Una Tonna. Heißt ein Thunfisch oder so. Keine Ahnung. Einfach mal so rausgehaut. So, den müssen wir rausschicken. Du musst ins Nasse, sorry. Ich finde das abenteuerlich. Warum kann ich dem zweiten keine Anweisung geben? Jetzt kann ich dem zweiten eine Anweisung geben. Gucken, ob da überhaupt was drin ist, ey. Ist nicht leer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie voll er ist. Nicht voll. Er ist nicht leer und er ist auch nicht voll. Ja, das ist genau falsch rum. Genau so wollte ich es nicht. Egal. Macht nix. Aufsteigen. Los geht's. Weiter geht's. Jetzt einsteigen. Dann geht's hier rund. Dann geht's hier rund. Eben Karussell. Ne, das ist irgendwie, das ist Jahrmarkt, oder? Ich bin kein Jahrmarkt. Nee, kann ich nicht. Ich glaube, ich lasse das lieber. Oh, ist das eine Einbahnstraße hier? Boah, ist das nice. Voll das kleine Gässchen. Nicht Schild umfahren. Break. Ich bin gerade am überlegen, wie mache ich das am geschicktesten. Den lassen wir das holen und der soll mal da hochlatschen. Der latscht aber nicht da hoch, der latscht davor. Na gut, also gut, dann latscht halt davor. Vorne läuft nicht mehr. Der macht einen Moonwalk oder sowas. Nein! Falsches Fehler. Das Ding muss wieder zurück. Zurück, 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 zurück. Komm, zurück. Und Ring, die Ding. So, und damit er zurück an Platz. Und wir können schon mal vorfahren, das ist nämlich das Coole, wenn man so mehrere Leute hat. Hey, nicht anhalten, ich will hier vorfahren, danke. So, kann der nämlich jetzt schieben und der kann weitergehen zum nächsten. Wisst ihr, was ich meine? Geile Sache, oder? Es ist cool, wenn man zwei Leute hat. Ist aber alles nicht voll, das lohnt gar nicht. Wecken wir mal ein paar Leute. So, jetzt habe ich die auch auf der richtigen Seite stehen. So, schieben wir ins Auto. Leider ist da vorne eine Tonne, die wir nicht sehen, sonst könnten wir den schon mal davor schicken. Oh Gott, 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 durch die Wand, jawohl, ja. Oh, 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 oh. Das war jetzt ein bisschen komplizierter, ne? Passt, schieb zurück das Ding.
Und ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotz der ganzen Warterei in allem hier wieder ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzugucken. Das eine Fahrzeug ist zurück. Das können wir eigentlich wieder losschicken auf die nächste Tour. Wo sind die Müllplätze? Ich hoffe, das klappt am nächsten Tag ein bisschen besser. Nach Neudorf muss das Ding. Das war in Altdorf, jetzt muss es nach Neudorf. Und der fährt auch dahin. Der da will nicht. Das ist ein Drama, dass der nicht will. Gibt keinen Müll. Meh, meh, meh. Gibt keinen Müll. So, also, ich hoffe, es hat euch bis jetzt hier wieder ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, der Nickfrei zockt Recycle, der Müllabfuhrsimulator. Dann fahren wir hier mit unserem doppeldeckenden Müllauto weiter hier unsere Tour und versuchen weiter um die Kurven zu kommen. Holen weiter irgendwelche Mülltonnen bei und versuchen die schnellstmöglich zu leeren. Ist einfach ein Drama hier. Um so möglichst schnell wieder ein bisschen Kohle zu machen und dann hoffe ich, dass wir am nächsten Tag wieder Routen zuweisen können. Wo dann hoffentlich auch Müll ist. Weil das sind ja Beträge, da kriege ich ja einen Heulkrampf in die Augen. Das ist ja ein Drama, das ist ja alles leer hier. Alles nur halb voll. Leute, macht mal mehr Müll, ich muss Geld verdienen. Das ist unglaublich. Ja, jedenfalls geht's dann hier, wie gesagt, beim nächsten Mal weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.